Jetzt, das ist, glaube ich, eine ihrer letzten Militäreinheiten. Oh, ich kann kurz Duca vielleicht nächste Runde übernehmen. Ich will eigentlich nicht, dass es in die Hände von den Polen fällt. Wahrscheinlich dann meine nächsten Gegner sein. Aber die werden hoffentlich nicht so kriegstreiberisch wie die. Weil diese verdammten Nationen, die echt Kriegstreiber spielen. Oh geil. Die sind immer so aggressiv, ey. Das regt mich voll auf, ey. Thomas hat Chaka den Krieg erklärt. Natürlich bin ich nicht mehr verbindet mit Thomas, weil ich jetzt mit ihm. Ja, die sind doch alle bescheuert. Das war so klar. Ich geh gleich mit dir da drauf. Und du Kanone, du gehst. Hier lang. Ach, das sind zwei Gatling-Kanonen. Jetzt, Moment. Ich brauche jetzt keine zivilen Einheiten. Jetzt. Drei hat es nicht passen. Genau so. Das kann ich in einer Runde. Oh, nein, scheiße, ich brauch. Fuck. Ich schaff das nicht in dieser Runde. Ich lass mal die. Aber ich wette, wenn der da steht, dann kann ich nicht mehr in eine Runde eingehen. Ja, genau. Die Stadt hätte ich auch schon gerne. Ah, du gehst leider rüber. Das könnte eng werden. Ich glaube, die kehrt man nicht gleich. Shit. Das wäre schon schön gewesen. Politik einführen, so lange her. Na, jetzt gehen wir Wirtschaft durch, wenn wir schon bei sind. Ist schon so. Schauen wir noch. Hier sei es friedlich. Schauen wir darüber, was da so los ist. Ja, meine Reiter. Jetzt bleiben wir dann. So, jetzt hoffen wir einfach, dass die Polen es nicht schaffen, diese Stadt zu erobern. Was relativ unwahrscheinlich ist, aber. Es sieht doch relativ nahe, die Stadt ist tot. Und die liegt nicht in meiner Hand. Schade, schade, schade. Boah, die haben sich ganz schön ausgebreitet damit. Na, ich schlage den Polen einfach mal einen Handel vor. Vielleicht geben sie mir kurz Zucker. Na, jetzt lösche ich die Scheiße Zulu aus, die regen mich nur auf. Ohne Schmarrn.
Ja, das könnte man machen. Das hört sich gerade die Musik an, als wenn ein Flieger abstürzt. Und gleich drei. So, Einheit befördern. Jetzt ist mit einem Boss das mal um. Na gut. Ich brauche jetzt mein Militär da oben. Das ist natürlich erst ein bisschen ungünstig. Ich, warte mal. Machen wir mal jetzt machen wir mal einen richtigen Deal zwischen Männern. Genau, dann brauche ich offene Grenzen. Die du natürlich auch für mich nicht kriegst, weil du sie hast. Und dafür kriegst du 20 Gold pro Runde. Ist das ein Deal, oder? Absolut nie, nie. Nie. Nur so? Absolut nie, nie. Ja, gut, aber offene Grenzen brauche ich auf jeden Fall. Gut. Wunderbar. Warum kostet nicht einfach so eine scheiß Kanone 150 Gold? Das reicht doch. So. Genau, aufstellen und reicht nicht. Erst plündern, dann bewegen. Das hier auch. Uzokwenzani lapha. Das können wir yini gerne manje. Das würde ich dir sehr empfehlen. Du bist tot in den nächsten Runden. Na gut, der will anscheinend aus der Welt getilgt werden. Er ist wahnsinnig. Und die Pollen sind da noch nicht drin. Sehe ich meine Chance jetzt. Ich will auf jeden Fall im Basa Kongo noch. Ich werde Quatsuka bestimmt von ihm noch rausleihen. Ja, ich glaube, die Polen wollten hier runter. Die haben schon Bock auf das Gebiet. Wieso willst du 3 Gold von mir? Entweder so oder gar nicht. Punktum. Mal schauen, dass sie mir das vielleicht ein bisschen vorbeigehen. Ja, sich krass wie mir vorstellt, wie lange ich jetzt an diesem scheiß Solo hinarbeite, ja. 200 Jahre, eigentlich schon seit über 1000 Jahren wahrscheinlich. Da habe ich noch so viele Impi da, überall. Die aber alle stark angekratzt sind. Und die werden bald vernichtet. Ja, nur. Jetzt hat sich aufgehen. Doch nicht. Ja, finde ich auch gut. So. So habe ich mir das vorgestellt. Genau, bam bam, jetzt kriegt er auf die Fresse. Uzokwenzani lapha. Ich will doch gar nicht reden. Seit des Redens ist für mich vorbei. Diese scheiß Stadt will ich haben. Nicht, dass Polen die am Ende noch auslöst. Weil dann muss ich wieder von vorne anfangen, diese Scheiße zu erobern. Und darauf habe ich keinen Bock. Na, aber
So wie das jetzt ausschaut und wie mein Militär verteilt, das ist das meine Stadt. Das ist auch gut so. Ich habe keinen Bock, dann nochmal rumzuscheißen. Sie haben keine Scheiße. Doch, eine Einheit Impis haben sie noch. Das ist ihre letzte. Und dann ist die Impi-Plage endlich vorbei. Endlich. So lange hat es gedauert, diesen scheiß Impis trotzen zu müssen. Und jetzt ist ihre Herrschaft vorbei. Ist wahrscheinlich auch so in der Geschichte wirklich passiert. Die Einheiten wurden langsam immer schwächer. Und so wurden dann die Reiche zerstört. Es war wie die Europäer in der neuen Welt eingefallen sind. Dann haben sie mit ihren Schießern ein Pam, Pam, Pam gemacht. Hat man ja auch gesehen, die Musketen gegen die Impi. War OP. Und dann hat sie verloren. Naja. Obwohl das sowieso ziemlich assi und krass war, wie die da eingefallen sind. Aber das ist erstmal eine andere Seite. Ich finde es schon sehr heftig. Nur weil sie eigentlich Gold wollten, haben sie die ganzen Ureinwohner abgemäht, ey. Das ist schon heftig eigentlich. Ja, geil. Ich versperre mir jetzt extra den Weg. Ach, das ist sogar mein Bautrupp. Solche Wichser. So, in der nächsten Runde ist eine super Geschichte. Das wäre auch mal interessant zu lernen, ja. Gerade mit der verwundeten Einheit gehe ich jetzt ein. So. Das Homus, Basa Kongo, ihre Hauptstadt. Ein paar Flaser. Was sollte ich mit der Stadt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Lasulundi. Ich glaube, ich behalte die Stadt. So weit ist jetzt, so nah ist jetzt auch nicht dran. Puh. Ah ja, genau, die habe ich jetzt zerstört. Gut, genau. Ach, du bleibst einfach jetzt mal da stehen. So, da kümmere ich mich beim nächsten Mal drum. Ja, die können mit ihren Pikinieren nicht dahin. Meine Scheißstadt. Das verdammte Zulu, ey. Die regen mich so auf. Jetzt haben wir es gleich. Ich glaube, wenn die Zulu fertig sind, dann mache ich einen Break. Jetzt wird es ganz schön auffühlend, dieser Krieg. Aber hier unten wäre eine Stadt gar nicht so schlecht eigentlich. Nur nicht da, wo die gebaut haben. Sondern hier oder hier. Ich glaube, das mache ich jetzt in 20 Kosten, glaube ich. 280. Ich glaube, da baue ich einen kleinen. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Machen wir es dann noch bei mir. Vielleicht bauen wir jetzt wirklich einen Siedler und bauen da hinten eine Stadt, bevor die Österreicher oder das anders da auf eine dumme Idee kommt einfach. Wisst ihr, was ich lange nicht mehr gesehen habe? Das waren Barbaren. Die waren schon ewig nicht mehr da. Jetzt bauen wir die Stadt auseinander. So. Ja, bam. Ihr habt mich besiegt, aber mein Volk wird sich stets an meinen Willen erinnern. Ma, jetzt weint doch gleich. Du Arsch. So. Jetzt. So. Na, da haben wir es endlich geschafft. Alter, was für ein aufreibender Scheiß. Also nicht. 1, 2, 3. Ich glaube, ich baue da mal ein bisschen mehr Einfluss. Hier baue würde ich bauen daher. Nummer A, ich glaube, ich baue es daher.
Nee, ich baue es auf die Pferde und der Ruhe ist. Heilen, heilen. Heilen, heilen. Du gehst einfach in die Stadt da drüben. Das dauert erstmal heilen. Ich müsste echt wieder ein Gerichtsgebäude bauen. Nee, ich wollte mich doch verarschen. Ich wollte mich doch echt alle verarschen. Was kostet so ein scheiß Bautrupp eigentlich? 160, weil ich glaube, ich brauche jetzt ein paar mehr. So, da haben wir die Zulu besiegt. Jetzt gründe ich nochmal eine neue Stadt da hinten und dann. Dann baue ich da unten auch noch eine Stadt. Sind wir so richtig schön versorgt. Zwei, drei. Ja, das, genau, das passt auf den Pferden. Das ist perfekt. Hier ist die Hauptstadt. Die Stadt. Ach, hier ist sie gewesen. Modernisierung Stadtruinen. Ist das so eine Modernisierung? Was bist jetzt du eigentlich schon wieder von mir, hä? Das passt alles hier. Gehst du den mal gleich hinterher? Baust da noch eine Straße? Kaufe ich mir einen neuen Bautrupp. Der finde ich noch nicht. Egal, warten wir einfach. Die produzieren sowieso nichts. Tempel. Das ist jetzt Götter. Minga, alles klar, los geht's. So, bauen wir hier gleich einen Zirkus. So stark mit ist bei der. Ach, weil man reich und zufrieden ist. So ein scheiß Jahr, weil ich jetzt zwei Städte neu dazugekriegt habe. Ja, wunderbar. Sind eigentlich 500 jetzt gerade verfügbar? Na, das nächste Bad tun dort ewig. Big Ben könnte ich bauen. Das wäre schon nice. Weil zusammen bei Ordnung gibt es ja auch noch so eine Wolkenkratze. Nee, das heißt irgendwie anders. Da kostet auch die Gebäude weniger Geld, glaube ich. Oder was bei Freiheit? Ach, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht, ey. Auf jeden Fall war dieser Krieg jetzt total heftig, ey. Genau. Und ah, jetzt habe ich jetzt mal genug gehauen. So, du brauchst mich drin. Die Sterne mit hier unten irgendwo rein. Aufbauen müsste scheiße machen. Tulum. Das mit runter nach Tulum. So. Du baust dann einfach. Ist doch. Kaufen wir mit dir. Na, ist da. So, dann lassen wir das nicht durchlaufen jetzt. Und dann mache ich einen Brack. Ich hoffe, dass das jetzt lang genug war. Ich jetzt aufgenommen. Er wieder. Dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Ich dachte, der hat 110 Gold pro Runde und will mir dafür vielleicht 6 geben. Wir nehmen es nicht an. Wir nehmen es nicht an. Ich knall der Kleine. Na komm. Dann mach mal 12. Na.
Und sie mich langweilen. Nein? Nein. Du hast nur einen Versuch. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, ich will's. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist erschwert. Ich muss noch Pipi. Und das nervt mich gerade. Deswegen werde ich jetzt die Aufnahmen beenden. La la la, la la la. Wieder schwitter. Nein, jetzt kammerten die eine Plage beseitigt, kommt die nächste, ey, ohne Scheiß. Ja, weißt du was? Du, was denn? Stadt des Goldes. Cool. Jetzt müssen wir nachher nachschauen, was das bedeutet. So. Jetzt hat Bautrupp. Bautrupp, genau. Da ist alles modernisiert, passt. Bist du daher? Das ist ein Bauernhöfle. Alles klar. Dann Leute, speichern wir noch ab. Und 35, 62, 30 Runden habe ich geschickt. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.